vielen, meine Käsekätzchen, und willkommen zu einer neuen Folge von Paper Mario Color Splash. In der letzten Folge waren wir in der Azurbucht und jetzt haben wir gleich zwei Dinge offen. Einmal die Sierra Löwenzahn und den Narzissengipfel. Und da der Narzissengipfel, glaube ich, als erstes aufgegangen ist, gehen wir natürlich zum Narzissengipfel, würde ich mal sagen. Oh, ich kann wieder mal nicht zielen. Das können wir. Können wir das öffnen? Hier ist Toad. Hallo. Willkommen am Fuße des Narzissengipfels, dem Heim des weißen Toads. Weiser Toad, der heißt doch bestimmt so, weil er immer alles genau weiß, oder? Beim Regenbogen, hast du das gehört? Wenn er wirklich so schlau und weise ist, kann er uns auch sagen, wo wir die Farbsterne finden. Auf zum Gipfel, lass uns den weißen Tod Hallo sagen. Netter Versuch, aber ohne Kraxelerlaubnis kommst du an mir nicht vorbei. Hinter dem Tor rechts kommst du zum Häuschen des Eigenbrötler-Tod. Da gibt's die Erlaubnis. Ich will aber nicht so sein und mache dir das Tor auf. Okay, dann geh mal dahin. Drückt mich immer. Zack, zack. Gehen wir mal rein in die gute Stube. Wo sind wir hier bloß gelandet? Hieß es ja. Naja, ziemlich finster. Ist das da etwa der Eigenbrötler-Toad, den der Toadwächter meinte? Hoffentlich ist seine Stimmung nicht genauso finster. Ach, hallo, brauchst du eine Kraxler-Erlaubnis? Ja, bitte. Wir wollen auf den Narzissengipfel und den weißen Toad besuchen. Verstehe. Mir ist heute nur so überhaupt nicht nach Arbeiten zumute. Ich bin Opfer von Vandalismus geworden. Man hat in mein Häuschen eingebrochen und die Farbe geklaut. Nun stehe ich unter Schock und bin vorerst krank geschrieben. Ach du grüne Neune, diese Farblosflecken hier drin ziehen einen echt runter. Jetzt bin ich auch ganz traurig. Ach Mario, ich fange gleich an zu heulen und melde mich auch krank. Können wir dem Häuschen nicht einen neuen Anstrich verpassen? Kommt Toady Boy, alles wird gut. Ich hab's wieder falsch. Ich drücke. Ich habe jetzt erst vor kurzem Ratchet & Clank gespielt auf der PS4 und sind ja die Knöpfe immer vertauscht. Mann! Krieg ich das? Ich krieg das schon hin. So. Toady, sei hier nicht so miese drauf. Wir werden das schon packen. Hier die Uhr auch noch, oder wie? Die geht nicht. Ups. Hallo. Wie kriegen wir da die Uhr? Okay. So, Toady. Oder habe ich hier noch einen Fleck vergessen? Doch, hier. Hier ist doch noch was. Der guckt immer noch so traurig. Hier gibt es ja immer noch Flecken ohne Farbe, Menno. Dem Eigenbürger kann man auch nichts vormachen. Wir müssen wohl weiter nach weißen Flecken suchen. Ja, hier unten drunter ist ja einer, aber den kriege ich nicht weg.
Oder hier? Nee, auch nicht. Ja, wie soll ich denn da dran kommen? Oh. Also ich kann es aufmachen. Ja, wie soll ich den da aufkriegen, soll ich den? Ich kann aber nicht ziehen und nichts, ne? Ach so. Naja, kann ja lange suchen. Jetzt aber. Hallo Toad. Hallo Toad. Das kann ich nicht mehr ansprechen. Hallo. Jetzt so. Jetzt. Hä? Nee, ich weiß, dass hier drin ist. Da kommen wir aber nicht dran. Na ja, gut, oder so. Jetzt aber. Nützt ja nichts. Lass färben. Hä? Und wo soll hier noch einer sein? Ich glaube, es knickt. Das ist ja ein Entfaltungsblock. Ein was für ein Ding? Wenn du an einen Entfaltungsblock haust, kannst du Dingen zu entfalten helfen, aber nur kurz. Solange deine Entfaltungskraft aktiv ist, hau einfach mit dem Hammer auf alles mit dem Entfaltungszeichen. Da fällt mir ein, haben wir das Symbol nicht irgendwo in diesem Häuschen gesehen? Okay. Wenn ich mal nicht wieder tausendfach daneben springe. Mein Lieblingsstuhl. Die Rabauken haben daraus einfach gefaltetes Kleinholz gemacht. Tada, nicht schlecht, Mario, du kleiner Entfaltungskünstler. Und die Farbe haben sie auch geklaut. Unglaublich, wozu diese Schufte fähig sind. Ach, keine Ahnung. Das macht dich mal nicht fertig. Ups. Bitteschön. Juhu, mein Häuschen, ich kann es gar nicht glauben. So, jetzt aber, jetzt rückt die Kratzler-Lizenz raus. Mario, dank dir und deinem Kumpel ist die Farbe in mein Häuschen zurückgekehrt. Nicht nur in meinem Zuhause, auch in meinem Leben. Das schreit nach einem Dankeschön. Bitteschön, eine Kratzler-Erlaubnis, die kostet sonst ein halbes Vermögen, aber die hier geht aufs Häuschen. Jetzt bin ich mal gespannt. Erhalten die Kraxler-Erlaubnis. Kraxler ist für mich immer nur eine Pokémon-Attacke. Brillant, danke sehr. Schön, dass wir helfen konnten. Mir geht's auch wieder viel besser. Jo. Tschüss. Geht's hier noch irgendwo lang? Nee. Nee, geht's so runter. Okay. So, Toady Boy, jetzt hör. Guck an, eine Kraxler-Erlaubnis. Und das, wo der Eigenbrückler-Tod doch so seltsam geworden ist. Ich red mich irgendwann noch um Kopf und Kragen. Ich sag lieber nur einen Spruch auf Wolfspaar. Willkommen am Fuße des Narzissengipfels, dem Heim des weisen Toads. Auf dem Gipfel erwartet dich der ehrwürdigen Weise. Der Bergpfad ist freigegeben. Juhu, guten Aufstieg. Na, das werde ich haben. Habe ich ihn getroffen? Oh, gleich zwei von diesen Idioten. Was haben wir denn Schönes? Ob ich das recht, wenn ich den, wenn ich die Hammer hier reinsetze?
Mal gucken. Gut, der ist schon mal weg. So. Ey, ich wollte den Fleck haben. Geh nochmal zurück, Mario. Prioritäten müssen gesetzt werden. So. Paracoopers habe ich weniger Lust, die fliegen mir zu sehr, so. Ein Hüpfkuschen, okay. Die kommen mit ihrem Leben nicht klar, so. Ich würde schon sagen, Mario, du musst schon mal da in die Röhre reingehen. Dein Ernst? Mann! Weg mit dir! Nichts zu tun haben, ihr Lappen. Ein Feuerhammer. Oh. Immer diese Kameradrehung, hoppala. Wir sind doch von mit wir sind doch aus Papier, habe ich ja schon mal fest. Schmerzig. Okay. Ach, das war ein Toad. Ich dachte, das wäre ein Fleck. Holla, vielen Dank für die Hilfe, Mario. Ich war auf der Suche nach dem weißen Toad, aber dann haben mich diese Scheigeis platt gemacht. Und jetzt kommt's. Den weißen Toad habe ich auch nicht gefunden. Vielleicht ist er ja auf Fortbildung. Okay. Ich gehe dann mal. Ciao. Gut, hier sind nur... Ja, ich hab schon mitgekriegt. Oh. Ups. Geh mir nicht auf den Sack, Mann. Oh, das war jetzt so. Wenn die Stachis da nicht auf den Sack gehen, ist es mir egal. Oh.
So, also müssen wir hier irgendwie bestimmt hier noch höheres Dessert. Auf die Stapelscheigeist habe ich nicht so viel Bock. Oh, hier ist ja noch was. Das ist auch hier noch zum Einfärben, ja. Wie komme ich da ran? Nee, auch nicht. Komme ich da ran? Hier geht noch eine Röhre lang. Hm. Aber woanders kann ich jetzt auch nichts machen. Hm, da geht's nur runter. Also geht's ja nur da lang. Oh. Oh, was ist passiert? Ich bin von einem Felsen gefallen und habe mir das Bein umgeknickt. Das sieht nicht gut aus. Oh, mal sehen, ob wir das machen können. Ja, bitteschön. So gut wie neu. Oh, Mario, du hast mein Bein geheilt. Vielen, vielen Dank. Ja, ich heiße ja auch Dr. Mario. Lila Rettertod Nummer 1, bereits im Einsatz. Und jetzt muss ich mich sofort bei meinem Anführer auf den Pepperoni-Pfad melden. Er jammert rum, ich hab kaputtes Bein und hüpft da runter. Ja, das ist mir die Liebsten. Aber wir müssen ja ihm auch mal das gleiche tun hier. So. Ja, aber... Nee, von der Röhre sind wir gekommen. Wie kommen wir denn dann dahin? Geht's ja irgendwo lang? Ja. Oh, ein Entfaltungsblock. Danke. Da kann doch ein Entfaltungszeichen nicht weit sein. Ja, das habe ich schon gesehen. Ach, da geht's schon raus. Okay. Hopp. Hopp. So. Oh, ich hab mich jetzt... Oh, ich hab jetzt gedacht, der Karmic, der... Erstmal mit dem Hammer weg. Gesmashed hier, so. Zack. Also komm ich nicht hoch, okay. Dann müssen wir hier lang. Wenn ich's hinkrieg. Och, was ist denn hier? Ein Goomba. Aha, Mario. Wer hätte gedacht, dass du ausgerechnet du dich hier herumtreibst? So gern würde ich ein wenig persönlich verweilen und mich persönlich an deinen Untergang kümmern, aber ich werde anderswo gebraucht. Nichtsdestotrotz soll es mir eine Freude sein, dir mit einer Kostprobe meiner Magie den Tag zu versüßen. Zeit für etwas Magie! Ah, der Karmic, der hat mir jetzt nur Stiefel gegeben, ey. Naja, mindestens zwei brauchen wir garantiert.
So. Aua. So, Feuer frei. Oh, wir haben Bonus gekriegt. Trigger-Karmik. Ja, wir gehen jetzt erst hier hin. Das ist doch der weise Toad, ne? Da müssen wir bestimmt auch hin. Hallo, geh mal. Nimm mal erstmal die Flecken, die sind wichtiger, ja. Gehen wir mal durch das Röhrchen, mal sehen, wo wir hinkommen. Ah, gut, da müssen wir hin. Boah. Färb das Ding doch mal jetzt richtig ein. Oh, ein Entfaltungszeichen. Ach wirklich, Fabian? Denkst du, ich bin jetzt nicht da selber drauf gekommen? Also, wir müssen das auf Entfaltungszeichen. Komm schon, Cooper. Muss das unbedingt sein? Was? Der hat sogar noch überlebt. Naja, er sieht aber ziemlich geknickt aus. Hüpfburschen. Habe ich irgendwas, was ich für den Lappen nicht verschicke? Ich bin gerade mal. Ja, gut, da muss ich halt so. Muss ich in den sauren Apfel beißen. Es wird ja wohl so ein bisschen auch daran durch. Außer durch der blöde Cooper geht mir gleich auf den Sack. Geh mir auf. So. Das müssten wir ja theoretisch darüber gucken, oder? Ja. Hallo, Toadi. Hoho, gut gemacht, Mario. Ich bin der weise Toad vom Narzissengipfel. Hoho, keiner Scherz. Ich bin ein ganz normaler Toad. Tut mir leid, dass ich euch veralbert habe, aber ich musste mich abreagieren. Ich kaufe die teuren Krax-Erlaubnis, schleppe mich hier hoch und nichts. Aber immerhin habe ich so einen kleinen Farbstern gesehen und die Aussicht entschädigt eine für alles. Das muss ich schon mal sagen. Naja, ich sag mal tschö mit Ö. Heißt das, es gibt keinen weißen Toad? Ich sehe rot. Wir wurden veräppelt. Dem Toadwächter erzählen wir etwas, nachdem wir unseren kleinen Farbstern geholt haben. Versteht sich natürlich, ne? Klaro. Upp. So.
Ist das jetzt dein Ernst, dass wir den... Naja, gut. Gut, dann sag ich jetzt auch erstmal Schau und Miau. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Paper Mario Color Splash wieder. Und dann heißt es dann ab zum Sierra Löwenzahn. Meine Güte. Ciao, ciao.